Es gibt nur ganz wenige Schulen in Baden-Württemberg, die so sind wie die Schule. Wir sind sehr engagiert, was den Umweltschutz betrifft, die Schonung der Ressourcen. Wir sind eine Schule, die weltoffen, die tolerant und innovativ ist. Mir gefällt besonders, dass die Schule so vielfältig ist, dass wir so viele unterschiedliche Berufe hier haben, mit unterschiedlichen Schülern, unterschiedlichen Lehrern. Und das prägt einen sehr abwechslungsreichen Schulalltag. Die Johannes-Gutenberg-Schule ist in 4 Abteilungen aufgeteilt. Los geht's mit der Abteilung 1. Das sind die Medienberufe. Im dualen System sind es Mediengestalter. Circa 2/3 unserer Schüler sind im dualen System, in der Ausbildung, Betrieb und Schule, in vielen unterschiedlichen Berufen. Dann haben wir einen großen Bereich mit Berufskollegs, zum Beispiel das Berufskolleg Grafikdesign, wo man schon einen berufsqualifizierenden Abschluss erhält. In der Abteilung 2 ist es die Fachgruppe Bautechnik. Es ist das einjährige Berufskolleg zum Erwerb der Fachhochschulreife. Und die Anlagenmechaniker, eine Berufsgruppe, die im Fokus steht durch die Notwendigkeit, auf erneuerbare Energien umzustellen. In der Abteilung 3, eine Abteilung, die etwas gemischt ist mit ganz unterschiedlichen Berufsgruppen, mit Körperpflege, mit Nahrungsberufen, Konditoren und Bäcker. Und da ist auch der Übergangsbereich, unser AV-Dual, angegliedert. Wir haben außerdem noch Meisterschulen hier bei uns an der Schule, sodass wir von der Erstausbildung bis zur Erwachsenenbildung den gesamten Bereich abdecken. In der Abteilung 4 sind alle unsere Gärtnerberufe, vom Friedhofsgärtner über Garten- und Landschaftsbauer bis hin zu den Floristinnen, sind alle Berufe bei uns vertreten. An der Johannes-Gutenberg-Schule wird die Ausbildung im Berufskolleg Biotechnologie angeboten. Der Abschluss ist biotechnologischer Assistent. Die 2-jährige Berufsfachschule für Labortechnik bietet eine Ausbildung, wo auch der mittlere Bildungsabschluss erreicht werden kann. Es sind, wie man das zusammenfassen kann, viele schmückende Berufe dabei. Das heißt Berufe, die mit kreativer Gestaltung zu tun haben. Das gibt eine bunte Mischung.